Willkommen im friedlichen Dreamland. Wie üblich macht Kirby seinen entspannten Spaziergang. Doch dann schwinden die Farben um ihn herum und er stößt auf eine seltsame Hexe. Durch Bilder, die sie in die Luft malt, verwandelt sie das ganze Land in ein Gemälde. Als sie Kirby erblickt, flüchtet sie sich in einen eigenartigen Wirbel am Himmel. Kirby jagt ihr hinterher. In eine Welt, die nur aus Gemälden besteht. Tapfer stellt er sich gegen die Hexe, doch ihre Magie verwandelt ihn in eine Kugel. Hilflos muss Kirby zusehen, wie die Hexe entkommt. Als Kirby bestürzt herabblickt, bemerkt er den Powermalpinsel der Hexe. Kirby berührt den bunten Pinsel und ein blitzender Lichtstrahl bringt ihn direkt zu dir. Hallöle, Jani hier. Ich bin ab sofort eure neue Donnerstagsdame und ich werde für euch jetzt jeden Donnerstag Kirby Powermalpinsel spielen. Beziehungsweise Kirby Power Paintbrush, beziehungsweise Kirby Canvas Curse. Das Spiel hat irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Namen. Aber das ist egal, wir fangen jetzt an. Ja, hier mal wieder drei Dateien. Ich habe schon ein bisschen angespielt. Also ich habe das Spiel schon 10.000 Mal bestimmt durchgespielt. Ja, ich wollte nur mal testen, wie es hier klappt mit der Aufnahme. Wir nehmen jetzt einfach den nächsten freien Spielstand. Ich könnte euch jetzt im Prinzip selber erklären, wie die ganzen Spielmechaniken funktionieren, aber ich werde stattdessen den Trainingsmodus ausprobieren. Den habe ich zwar eigentlich nicht mehr nötig, nachdem ich das schon so oft durchgespielt habe, aber es ist einfacher, euch in diesem Modus zu erzählen, wie das Gameplay funktioniert, anstatt das sonst zu erklären. Deswegen mache ich das jetzt. Also, zum Spielen genügt ein Touchpen. Ja, genau, das komplette Spiel wird mit dem Touchpen gespielt. Der Tippspurt. Ja, wir sehen also klassisches Kirby-Game, Model Ds als Feinde. Und wir müssen mal wieder zum Ende vom Level gelangen. Wie immer. Feind voraus. Aha. Ja, wir können die Feinde mit dem Touchpen eben betäuben, damit sie uns keinen Schaden machen. Und wenn man sie dann überrollt, dann ja, werden sie besiegt. Außerdem kann man Kirby so einen Spurt machen, vorausgesetzt, er hat keine Fähigkeit von einem Gegner kopiert. Das geht ja natürlich auch wie in allen anderen Kirby-Spielen. Wenn das der Fall ist, dann kann er stattdessen seine Fähigkeit einsetzen, wenn man ihn antippt. Aber wenn er eben keine hat, dann macht er einfach diesen Spurt. So, ja, jetzt müssen wir das in diesem Demo-Level auch nachmachen. Also einfach einmal bumm und so. Der Tippspurt hält nicht so lange, das heißt, man sollte am besten Kirby kurz vorm Gegner berühren und nicht zu spät. Am sichersten ist es immer, die Gegner zu betäuben, dann kann einem nichts passieren. Die Betäubung hält allerdings auch nicht ewig. Naja, und die Gegner da kennt man ja, kann man nicht besiegen bei Kirby. Sollte allgemein bekannt sein. Die Macht der Berührung. Ja, wir können viele Dinge durch Berührung kaputt machen. Der Block ist im Weg. Und Action. Ja, einfach berühren. Keine große Schwierigkeit. Und das geht mit so ziemlich allen Gegenständen. Also wir können mit sehr, sehr vielen Dingen einfach durch Antippen interagieren in diesem Spiel. So. Mit diesem Schalter muss man einfach alle drei auf die richtige Farbe stellen. Das wird bei manchen Leveln später noch ein richtig großes Rätsel, alle Schalter zu finden, aber das erste ist es so einfach, wie es ist. Wölkchen gibt es auch. Die kann man genauso kaputt machen wie alles andere. Und ja. Nächste Lektion. Wenden. Ganz wichtig.
Weil sonst tut Kirby sich weh, wenn er runterfällt und wir verlieren Leben. Und davon haben wir nicht so ewig viele. Jedenfalls am Anfang nicht. Das heißt, wir zeichnen Linien. Und an diesen Linien prallt Kirby dann ab. Und dann kann ihm nichts passieren. Wir können mit den Linien allerdings eine Menge mehr machen. Kirby gleitet nämlich auf diesen Linien entlang. Und so können wir ihn führen. Ist jetzt hier nicht unbedingt erforderlich. Aber ich dachte, ich zeige das schon mal. Boings. So, und damit er nicht in die Stacheln fällt und so. Ja, einfach locker von Hand ein paar schöne Striche zeichnen. An Linien entlangrollen. Ja, das habe ich ja eben im Prinzip schon gezeigt. Ja, das heißt, wir machen das einfach so wieder gezeigt. Man muss übrigens total aufpassen, wenn man an den Kanten vorbeirollt. Weil wenn man zu knapp an der Kante vorbeizeichnet, ich demonstriere das mal. So. Ah, nee, okay, da ging es doch. Aber wenn man noch ein Stückchen tiefer an der Kante vorbeizeichnet, dann bleibt er an der Kante hängen. Und das kann in kritischen Situationen verdammt blöd enden. Deswegen immer schön aufpassen. So und so. Boings, ja. Ganz einfach. Bis jetzt. Spezialpower. Ah, hier wird's interessant. Aber das habe ich ja vorhin auch schon erklärt. Ja, wenn Kirby eine Spezialfähigkeit hat, wird die eingesetzt, wenn man Kirby antippt. Und wenn man die Fähigkeit verlernen will, einfach wieder unten drauf drücken, wo das Zeichen unten ist. Habt ihr ja gesehen. So, also wir betäuben den Gegner mit der Fähigkeit. Hier die Fähigkeit und bam. So funktioniert's. Dann gibt es auch die Fähigkeit mit dem Rad, wie immer. Wir haben viele, viele klassische Kirby-Elemente, auch wenn die Steuerung etwas anders ist, aber das Allermeiste ist wirklich dasselbe wie bei allen Kirby-Spielen. Hui, ja. Noch was? Ach ja, Schutz durch Linien, genau. Wir können nämlich ja, von Kanonen getroffen werden und Kirby ist sowieso ständig unter Beschuss und in Gefahr. Deswegen werden wir ihn mit Linien vor Schaden beschützen. So und ja, so im Prinzip, solange die Linien da sind, kann Kirby nichts passieren. Das ist auch etwas, was man sehr, sehr oft in diesem Spiel noch machen muss. Laser, genauso. Aber Vorsicht, die Linien halten nicht allzu lange, deswegen am besten nicht zu lange im Voraus zeichnen, sondern genau zum richtigen Moment. Yay, okay, Bonus, ja, tauchen. Das können wir uns dann noch ein bisschen genauer ansehen, wenn wir im Wasserlevel sind. So, und da sind wir in der Levelauswahl. Kirby macht lustige Gesichter, wenn hier noch nichts ist. Das ist süß. Ja, und nach werden hier an den ganzen Stellen natürlich die neuen Level hinzugefügt, aber wir haben doch nur das Rohorotland als allererstes. Joa. Übrigens, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Layout von den Bildschirmen jetzt. Ich hatte ja schon mal ein Spiel für den Nintendo DS Let's Play, wo ich die beiden Bildschirme untereinander hatten. Und einige haben gesagt, das rundherum lenkt zu sehr ab und ja, man erkennt es nicht vernünftig. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier den Touchscreen, wo ich halt auch ich meinen Cursor zeige, groß darzustellen und links oben, nein, rechts oben, ja, rechts, links, Schwäche. Rechts oben seht ihr dann klein daneben den oberen Bildschirm, auf dem ist sowieso meistens nur eine Karte zu sehen, aber da kann man auch mal nachgucken dann. Also es ist nicht so, als würdet ihr den gar nicht zu sehen bekommen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu sagen. Und damit fangen wir dann an mit dem ersten richtigen Level, nämlich grüne Gipfel. Boings. Übrigens gibt es in jedem Level hier drei rote Münzen zu finden. Da ist schon unsere erste. Ja, man kann sie beim Münztausch tauschen. Das zeige ich euch allerdings etwas später, wenn wir genügend Münzen haben, dass sich das auch lohnt. Und die Sterne hier, ich weiß nicht, ob sich das nicht von selbst erklärt, aber falls es das nicht tut, sage ich an dieser Stelle mal eben, 100 Sterne bedeuten ein Leben. Von daher ist auch nicht verkehrt, die mal ab und zu einzusammeln. Ich verschwende hier ganz schön meine Zeit. Eigentlich brauche ich das nicht unbedingt, aber was soll's. Wir können uns ruhig Zeit lassen. Das Spiel ist nicht so lang und ich will ja auch nicht so schnell fertig sein. Wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen genießen.
Ja, ich habe mir bewusst ein etwas kleineres, kürzeres Spiel ausgesucht, weil wir hier ja nur einmal die Woche uploaden bei Girls gegen Games. Deswegen wollte ich auch nichts zu Langes und Kompliziertes. Jetzt hier ist übrigens die Ballonfähigkeit, was wir gerade haben. Sehr lustige Sache. Auch wenn sie uns später nicht so wirklich nützlich ist. Aber Kirby kann sich zu einem Ballon aufblasen. Und dann haben wir ganz viel Fun damit. Nein, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht rein. Ja, einfach Kirby mit Linien überall hinführen. So. Endlich. In jedem Level gibt es übrigens drei Abschnitte. Das da mache ich jetzt mal wieder weg. Ich glaube, hier kommt die Fähigkeit Rad zum Einsatz. Nee, das ist die hier. Okay, Beam. Auch gut. Der Beam ist auch sehr praktisch. Kirby bleibt einfach an der Stelle und kann unendlich lange diesen Beam um sich rumschießen. Damit ist man ganz gut in Sicherheit vor Gegnern. So, die Dinger da geben uns 2 Punkte Gesundheit wieder zurück. Falls ihr euch das nicht schon denken konntet. Moment, ich muss unten lang. Ich muss unbedingt unten lang. Da ist nämlich die rote Münze. Die Kanonen könnten gefährlich werden, deswegen berühre ich hier die Blöcke. Und wenn man das tut, dann können einen die Gegner nichts mehr anhaben. Die fallen dann nämlich in den Abgrund. So. Schon der dritte Abschnitt. Hier kommt die Fähigkeit mit dem Rad. Ha, ich wusste doch, das kommt noch. Miep. Einfach durchrollen. Das macht den Abschnitt auch dann super schnell fertig. Na. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil wenn ich jetzt zu schnell durchrushe, dann verpasse ich nämlich gleich was Wichtiges. Wir dürfen nämlich nicht gleich da rein, sondern hier oben hin. So, und dann können wir nach unten. Und dann können wir das Level beenden. Und nach jedem Level gibt es ein kleines Bonusspielchen. Und zwar können wir Kirby hier antippen, um Schwung zu sammeln. Und dann machen wir eine Linie zum Sprung. Neuer Rekord, ja, weil ich das erste Mal gemacht habe. Deswegen logischerweise. Ja. Und wir bekommen dann extra Sterne und natürlich auch dann ein Leben, wenn wir genug haben. So. Es lohnt sich jetzt eigentlich bald nicht mehr, noch das nächste Level anzufangen. Ja, ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Wir sehen uns ab sofort jetzt jeden Donnerstag wieder hier auf diesem Channel. Und jo, nächstes Mal machen wir dann die Mini-Metropole. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.